Das Spiel heute hat einen verdienten Sieger gefunden mit Hertha BSC Berlin. Ich glaube, wir waren hier die dominante Mannschaft, aber mit dem, was wir Hertha angeboten haben, sind sie überragend umgegangen, haben ein tolles Umschaltspiel auf den Platz gebracht. Ja, und uns, wir sind am Flügel, glaube ich, 60 Mal durchgekommen, aber durchs Zentrum ein bisschen zu selten. Unsere Torchancen waren dann auch in der Schlussphase und dann auch erzwungen, das ist in Ordnung. Aber wir hätten auch ein bisschen Glück gebraucht, wie jetzt die Hertha bei ihren Toren, um hier mit dem Punkt rauszugehen. Ja, das ist, gehört zum Fußball dazu. Dann haben Sie gespürt, da fehlt sowohl Tempo, da fehlt möglicherweise ein bisschen Konzentration, ein bisschen Leidenschaft? Das mit der Leidenschaft ist mir nicht aufgefallen. Das wirkt dann manchmal so, wenn die Jungs ein bisschen verunsichert sind. Und wir haben uns durch verschiedene Ballstaffetten, die wir nicht zu Ende gebracht haben, selber verunsichert, muss man sagen. Wir haben ein paar wirklich Drecksbälle gespielt, das steht außer Frage. Aber das sind solche Tage, wo man dann wirklich sich zurückkämpfen muss. Das haben wir schon getan. Wenn bei den Gegentoren, wie gesagt, also Hertha hat tolle Konter gefahren. Bei den Gegentoren natürlich ein bisschen Pech gehabt. Und ja, mussten reagieren, haben das getan. Manchmal besser, manchmal schlechter. So ein kleiner Schlag ins Kontor gehört zur Entwicklung einer Mannschaft auch dazu. So, das hatten wir bis jetzt so richtig noch nicht. Jetzt haben wir es, jetzt werden wir damit arbeiten.